Jo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute in dem Video zeige ich euch wie jeden Morgen hier den neuen Fortnite-Shop. Der kommt schon in wenigen Sekunden raus, also heute wieder eine Live-Reaction. Außerdem Leute, falls ihr noch nicht abonniert habt, nutzt die Chance und scrollt jetzt schnell mal runter und klickt auf den Abonnieren-Button, damit ihr in Zukunft keine neuen Shops hier mehr verpasst. Ich lade das wirklich jeden Tag hoch, also lasst unbedingt ein Abo da. Und dann schauen wir mal, was heute so Schönes in den Fortnite-Shop reinkommt. Let's go. Und ja, ist okay. Die Sachen auf der linken Seite hatten wir schon eine Weile nicht mehr drin. Ja, ist in Ordnung, würde ich sagen. Ist in Ordnung. Fangen wir auch direkt mal auf der linken Seite an. Und zwar beim Wukong-Skin. Ja, der gefällt mir auf jeden Fall. Auch seitdem sie hier die Flaggen hinzugefügt haben. Das Rückenaccessoire gab es ja früher noch nicht. Das haben sie erst später hinzugefügt. Dann haben wir endlich wieder die Hacke dazu drin. Diese Jingu-Bang-Hacke. Und zwar hat die einen ziemlich geilen Effekt. Ich zeige ihn euch direkt mal. Und zwar, wenn man mehrmals mit der Hacke schlägt, dann beginnt es gleich zu glühen. Da seht ihr, das beginnt so richtig krass zu glühen. Das schaut vor allen Dingen im Dunkeln richtig nice aus. Die Hacke war jetzt schon eine Weile nicht mehr drin. Und sie ist für mich ein absoluter Geheimtipp, einfach wegen diesem richtig geilen Effekt und einfach wie sie aussieht. Es ist mal was komplett anderes und deswegen kann ich die auf jeden Fall empfehlen. Von mir also hier ein richtig guter Tipp für alle Leute, die nach einer guten Hacke suchen. Holt euch unbedingt diese Jingu Bang Hacke hier. Kommen schon zum zweiten Slot und zwar haben wir da die dunkle Vorhut drin. Früher war das ein ziemlicher Schwitzer-Skin. Inzwischen sehe ich ihn relativ selten gespielt, ist aber eigentlich trotzdem noch ein cooler Skin. Passend dazu haben wir noch die beiden Space Shuttles drin. Einmal das dunkle hier und dann noch das helle. Beides sehr, sehr coole Gleiter. Also die ersten richtig geilen Gleiter, die es in Fortnite gab, meiner Meinung nach mit diesen ganzen Partikeleffekten hier und dem coolen Sound. Also die kann ich auf jeden Fall empfehlen, sich davon eins der beiden zu holen. Ich tendenziell würde eher das Dunkle hier empfehlen. Dann kommen wir schon zum dritten Slot. Heute wieder ein dritter Slot und zwar den Tomatenskin haben wir immer wieder drin mit seiner Challenge. Dann bekommt man ja diesen alternativen Stil, den ihr hier oben im Hintergrund seht. Genau, den bekommt man quasi gratis dazu. Hat auch noch ein Backpack auf dem Rücken, so ein Pizzakarton. Ja, ist in Ordnung. Ist halt dieses ganze Tomatenthema mit Tomato Town und so weiter. Der Gleiter ist auch in Ordnung. Extra Käse heißt, der ist relativ spät erst hinzugekommen. Und ich glaube, es gibt noch eine Hacke, genau. Die Axteroni für 800 V-Bucks. Ja, ist ganz in Ordnung, gibt aber deutlich bessere Hacken. Zum Beispiel halt diese Wukong-Hacke, die heute drin ist. Die würde ich auf jeden Fall deutlich mehr empfehlen. Kommen wir schon zur rechten Seite des heutigen Shops. Wie immer, wenn ihr mich unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt mich natürlich auch gerne als Creator eintragen. Falls ihr das noch nicht gemacht habt. Oh, guck mal, ich muss meinen Creator neu eintragen, ne? Ich muss es mal machen, schnell. Snoxy. Einfach mal hier gerne Snoxy hinzufügen, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn ihr mich supporten wollt dafür, dass ich hier jede Nacht aufstehe und euch den neuen Fortnite-Shop zeige, dann trag gerne meinen Creator-Code ein. Wäre auf jeden Fall sehr ehrenhaft. Und fangen wir dann an mit dem ersten Slot, und zwar dem Lama Kadabra Emote. Ja, ein ziemlich cooler Emote. Ich feiere ihn immer noch sehr. Kann ihn sehr empfehlen, auch wenn er leider ein bisschen leise ist. Das wäre noch geiler, wenn er ein bisschen lauter wäre, aber trotzdem immer noch ein ziemlich cooler Emote. Dann haben wir noch die beschlagene Hacke drin. Ja, eher nicht so meins. Die Lightshow, immer noch ein recht preiswerter Skin für 800 V-Bucks. Den Chaos-Skin mit einem irgendwie ziemlich hässlichen Backpack habe ich gar nicht gespielt. Diesen, also er ist zwar ganz süß hier mit diesem Teil dran, aber ich weiß nicht, irgendwie hat er mich noch nicht so überzeugt, der Backpack. Der Skin auf jeden Fall, ich mag diesen Steampunk-Style. Dann haben wir noch den Prisma-Gleiter, habe ich relativ selten gespielt, obwohl er früher ganz gut zum Galaxy-Skin gepasst hat, als es noch nicht diese Galaxy-Items gab. Und im letzten Slot mal wieder die U-Bestimmung. Perfekt für das Austreten von Lagerfeuern. Nein, halt, wenn ihr auf irgendwas wartet, ist der immer ziemlich cool. Also 200 V-Bucks gehen auf jeden Fall in Ordnung. Und ja, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, falls ihr neu seid, Leute, lasst unbedingt ein Abo da, um hier keine neuen Videos mehr zu verpassen. Ich lade es wirklich jeden Morgen hier hoch. Und auf die Endcard blende ich euch jetzt hier noch mein Video von gestern ein. Das war eine ziemlich coole Runde. Schaut sie euch unbedingt an. Einfach mal hier draufklicken. Ja, ein bisschen rumgetrollt. Das war eine sehr merkwürdige Aufnahme. Eigentlich wollten wir so gar nicht aufnehmen. Wir sind einfach eine Runde gestartet und das ist dann draus geworden. War ziemlich cool. Klickt einfach mal hier drauf. Und dann würde ich sagen, hören wir uns dort.